Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es endlich das Video zu BLW, wo ich dir so ein bisschen erzähle, warum wir uns dafür entschieden haben und wie ich überhaupt darauf gekommen bin und was so einzelne Vorteile und Nachteile von BLW eigentlich sind. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du jetzt gerne dranbleiben und ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Kurz vorneweg, ich würde mich natürlich riesig über ein Like oder ein Abo oder auch beides freuen, wenn du mich ein bisschen unterstützen möchtest. Und was ich noch sagen wollte, ich drehe auf jeden Fall noch ein Video zu BLW und zwar zu den Regeln und zu den Richtlinien. Genau. Ja, also ich wurde gefragt, wie ich überhaupt auf BLW gekommen bin, beziehungsweise ja, warum ich das überhaupt angefangen habe. Also ich bin auf BLW aufmerksam geworden durch die Content-Creatorin Kisu. Einige kennen sie vielleicht. Ich habe die schon sehr, sehr lange verfolgt und irgendwann war ihr Kind halt im Beikostalter und dann hat sie BLW eingeführt und da war ich so, was ist das? Und habe mich halt ein bisschen damit beschäftigt und finde generell Kisus Content zu Milena, also ihrem Kind, sehr inspirierend. Sie geht sehr auf Montessori ein und ja, ich finde sie halt einfach sehr inspirierend und möchte ihr dahingehend ein bisschen nacheifern. Ja, ich fand das Thema sofort total interessant und habe mich dann auch noch ein bisschen damit beschäftigt. Und dann, als ich halt irgendwann ein Baby hatte, was dann im beikostreifen Alter war, habe ich mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Aber was ich noch sagen möchte, nur weil wir das so machen und weil das für unser Baby passt, heißt das nicht, dass das für dein Baby auch passen muss, beziehungsweise dass du das machen musst und unbedingt. Das ist jedem selbst überlassen, ob er Brei geben möchte oder ja, Brei frei machen möchte oder eine Kombination ist ja auch möglich. Und ich gehe in diesem Video einfach nur auf die verschiedenen Vorteile ein von BLW und hoffe, dass ich dann vielleicht dich dazu inspirieren könnte, es auch mal zu probieren. Fangen wir aber mal ganz von vorne an. Was ist BLW, also Baby-Led Weaning eigentlich? Und wie funktioniert es? Also Weaning kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Entwöhnung. Das bedeutet, das Kind wird sich eigenständig von der Muttermilch entwöhnen. Darum geht es. Und zwar durch Beikost, aber halt in seinem Tempo, wie das Baby das mag. BLW beschreibt den gesamten Zeitraum, von dem ein Baby von Muttermilch auf feste Nahrung umsteigt und dann quasi nicht mehr gestillt wird bzw. auch keine Flasche mehr bekommt. Das kann schneller sein als bei manch anderen, also das kommt halt auch immer aufs Baby drauf an, wann dieser entscheidende Punkt, dass ein Baby durch die feste Nahrung eine Milchmahlzeit auslässt, dann halt auch bereit ist, alle Milchmahlzeiten sein zu lassen. Das kann mit 1,5 Jahren sein, das kann mit 2 Jahren sein, aber das kann auch mit 2, 3 Jahren sein. Es gibt genug Mütter, die ihre Kinder sehr, sehr lange stillen, auch wenn sie schon feste Nahrung essen. Das ist dann meistens aber eher so ein Zusammenspiel von ich gebe dir Nähe und Beruhigung vielleicht auch. Also ich bin ja noch nicht so weit, ich kann dazu noch nicht so viel sagen. Aber das sind natürlich dann auch Kinder, die schon feste Nahrung essen, aber trotzdem zusätzlich ab und zu noch gestillt werden. Das hat aber dann nichts mehr damit zu tun, dass sie nicht satt werden, wenn sie 3 oder 4 sind. Ganz wichtig zu sagen ist, ein Baby, das alle Beikostreifezeichen erfüllt, braucht für BLW keine Zähne. Arian ist das beste Beispiel. Er ist jetzt 7,5 Monate und hat noch keinen Zahn und er braucht sie auch nicht. Es geht darum, dass die Babys die Nahrung, in mundgerechte Stücke vorbereitet bekommen, halt auch sehr weich gekocht, zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten. Und diese drücken sie dann mit ihrer Zunge an den Gaumen und machen sich das so ein bisschen klein, beziehungsweise versuchen es halt ja in eine breiige Konsistenz selber zu drücken und es dann anschließend runterzuschlucken. Außerdem können sie mit ihren Kauleisten die Nahrung genauso gut zerkleinern. Also ich sehe es bei Arian immer, das macht er mit Gurke. Der schiebt sich die Gurke so an den Kauleisten lang und dann ist irgendwann auch ein Stück ab. Ganz wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass es nicht darum geht, dass das Baby satt wird. Das erlebt man ja häufig bei Brei, dass die Eltern versuchen, das Kind möglichst satt zu machen, dass es halt von der Milch, von der Muttermilch oder von der Pränahrung wegkommt und so schnell wie möglich quasi auf feste Kost bzw. auf Brei umsteigt. Jetzt kommen wir zu einigen Vorteilen von BLW. Dadurch, dass das Baby selbstbestimmt am Familientisch quasi mitessen kann, natürlich nur geeignete und vorbereitete Lebensmittel von den Eltern,
können Eltern und Baby ganz entspannt zusammen essen, ohne dass das Baby gefüttert werden muss. So, wo war ich eben? Ich musste gerade hoch zu meinem Baby. Okay, weiter geht's. Ja, also wie gesagt, Selbstvertrauen und Eigenständigkeit werden dadurch gefördert und das Baby kann ja, während es isst, die Lebensmittel auch kennenlernen und kann dadurch auch Erfahrungen sammeln. So, neuer Tag, neues Glück. Ich hatte gestern leider keinen Erfolg mehr. Ich musste dann hoch zu Arian und habe mich zu ihm gelegt und habe einen Mittagsschlaf gemacht. Ja, genau, deswegen setze ich mich heute hin. Wir waren stehen geblieben bei Vorteilen. Weitere Vorteile von BLW sind zum einen, dass man keinen Beikostplan braucht. Ja, wenn man Brei gibt, gibt es ja immer so einen Plan. Da fängt man, glaube ich, mit dem Mittagsbrei an und der muss dann auch aus Karotte oder so bestehen oder Pastinake. Halt irgendwas, was leicht zu verdauen ist, sage ich mal. Weil ja beim Brei eigentlich gleich von Anfang an viel mehr Sachen im Mund landen oder auch im Magen landen. Das ist ja bei BLW am Anfang nicht so. Das ist ja wirklich dann nur so ein Ausgezutsche von den Lebensmitteln und die Nährstoffe werden durch dieses Auszutschen auch aufgenommen. Aber es gelangt halt nicht so viel in den Magen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Baby einfach die Kaufähigkeit besser lernen kann als beim Brei, weil es ja einfach schon auch ohne Zähne die Nahrung versucht, durch eine Kaubewegung zu zerkleinern. Ja, durch das lange Kauen ist es auch so, dass die Verdauung besser funktionieren kann, denn ja, die Verdauung beginnt im Mund und wenn man lange auf etwas herumkaut, dann setzt bei den Babys quasi die Verdauung ein. Das ist ja auch wie, wenn man lange stillt, dann führen sich die Babys ja meistens auch noch ab, gerade am Anfang. Und bei uns ist es auch so, dass Arian häufig am Essenstisch erstmal die Windel macht. Des Weiteren lernt das Baby auch besser mit dem Würgereflex umzugehen. Und zwar funktioniert das bei Babys so, die haben den Würgereflex viel weiter vorne auf der Zunge. Das heißt, wenn ein zu großes Stück von der Nahrung nach hinten gelangt, muss gar nicht weit hinten in den Rachen gehen, sondern nur Richtung Zunge hinten, dann fangen die schon an zu würgen und würgen die Nahrung einfach wieder raus. Und die lernen das dann auch. Also umso länger man das macht, umso einfacher fällt es den Babys auch, ja, größere Stücke irgendwann mal runterzuschlucken, weil es muss das ja auch erstmal kennenlernen. Aber ganz am Anfang würgen die ganz, ganz, ganz viel wieder raus, ja, einfach um ein Ersticken und Verschlucken zu vermeiden. Ja, ein weiterer Vorteil ist, dass das Baby einfach das Essen quasi genießen kann. Essen macht Spaß, Essen ist ein Genuss. Durch dieses selber Ausprobieren, dieses Nachahmen von den Eltern, dieses Essen in die Hände und in den Mund nehmen, kann es einfach viel mehr mit den Lebensmitteln anfangen, als wenn man den Brei halt nimmt und in den Mund schiebt mit einem Löffel. Klar, wenn das Baby ein bisschen älter ist, dann gibt man natürlich den Löffel auch irgendwann ab und dann kann das Baby den Brei selber essen. Aber bei BLW geht es ja wirklich darum, das Baby von Anfang an quasi ja, selbst geführt essen zu lassen. Ja, man sieht auch, dass das den Babys auf jeden Fall Spaß macht. Gerade bei Arian kann ich das auf jeden Fall feststellen, dass der mit sehr viel Genuss am Essenstisch sitzt und auch voll in seiner Welt ist. Er lässt sich dann von sehr wenigen Sachen ablenken, denn er hat sein Essen vor sich und freut sich und versucht das dann zu vernichten. Außerdem können auch die Lebensmittel in ihrer natürlichen Form kennengelernt werden. Zum Beispiel eine Karotte ist halt nun mal hart, beziehungsweise wird ja am Anfang ein bisschen weich gekocht. Oder sagen wir mal ein Stück Birne, eine sehr weiche Birne, ist halt weich. Es ist kein Brei, es ist kein Mousse, es ist halt einfach ein Stück Birne. Oder ein Stück Gurke ist halt einfach außen, einfach hart und innen weicher. Und das Baby lernt immer mehr und immer mehr mit der Gurke umzugehen. Das sehe ich auch bei Arian. Das war das erste Lebensmittel, was wir gegeben haben. Und ganz am Anfang hat er da wirklich nur so ein bisschen rumgezutscht. Und mittlerweile zutscht er so viel und kaut so viel, dass er wirklich auch von diesem harten Stück von der Gurke ja, Stücken abkriegt und die richtig schön zerkleinert. Natürlich wird auch der Forschungs- und Experimentierdrang eines Babys dadurch gestärkt, denn es kann einfach selber mit den Lebensmitteln umgehen und kann rumexperimentieren, kann fühlen, wie sich verschiedene Lebensmittel anfühlen. Durch das eigenständige Essen wird die Hand-Mund-Koordination auf jeden Fall bestärkt und auch der Pinzettengriff. Den haben die Babys meistens, glaube ich, ab dem 9. Monat, das heißt, sie nehmen etwas zwischen ihre Finger, also zwischen Daumen und Zeigefinger und führen es dann zum Mund. Und wenn ein Baby gleich ab dem 6., 7. oder 8. Monat, je nachdem, wann man halt anfangen möchte, BLW bekommt, dann kann es das auch schneller und besser lernen, weil es ja einfach gleich mit der ganzen Hand arbeitet. Also ich habe das bei Arian auch gesehen. Der versucht schon teilweise etwas in seine Hand und seine Finger zu nehmen. Er ist immer so, also so ganz komisch. Er versucht das schon, ja,
in die Finger zu nehmen. Es klappt aber noch nicht richtig, aber ja, es wird dadurch sehr unterstützt. Außerdem sinkt auch das Erstickungsrisiko, weil die Babys einfach gleich lernen, mit der Nahrung im Mund klarzukommen. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen mit dem Würgereflex. Sie werden auch dann irgendwann sicherer im Umgang mit Lebensmitteln. Durch BLW ernährt sich meistens dann auch die ganze Familie noch gesünder. Das kann ich auf jeden Fall auch sagen. Ich meine, wir leben schon immer eigentlich sehr gesund, aber es gibt bei uns viel seltener Pizza, Döner, ja, was weiß ich, ungesunde Lebensmittel, weil man einfach irgendwie auch ein Vorbild ist. Und wenn man alle zusammen am Tisch sitzt, möchte ja quasi das Baby das haben, was man selbst isst. Und wenn man dann eine schöne Gemüsepfanne mit bisschen Hähnchen und Reis isst, ist das 1000-mal besser als vielleicht so eine fettige Pizza, die man dem Baby auch auf keinen Fall geben kann. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Babys wollen das, was die Eltern essen. Das ist halt ab einem Punkt irgendwann so. Und deswegen muss das Baby auch nicht extra bekocht werden. Denn es bekommt das, was die Eltern auch essen, nur ein bisschen in abgewandelter Form. Und das finde ich halt sehr schön. Ich muss mir keine Gedanken machen, wann ich was vorbereite. Ich kann mit meinem Kind einfach Mittag essen. Zumindest wenn ich was gekocht habe für mich. Ansonsten lasse ich mir natürlich auch was einfallen. Dann kriegt er halt ein bisschen Gemüse gedünstet oder noch ein bisschen Obst dazu. Aber meistens kriegt er genau das, was ich auch esse. Zum Beispiel hatten wir gestern eine Paprika-Zucchini-Hähnchenpfanne und ich habe einfach, während ich die ganzen Sachen angebraten habe, alles ungewürzt gelassen und habe das dann raussortiert und habe dann für uns die Soße gemacht, die Arian dann natürlich nicht mitgegessen hat, aber er hatte dann Paprika, Zucchini und Hähnchen und hat dann auch von uns noch Reis bekommen. Und natürlich ein enormer Vorteil für alle Eltern, die mit wenigem Budget auskommen müssen, ist einfach, dass der Kostenfaktor sinkt. Denn so ein Gläschen, wenn man es zumindest kauft, ist schon recht teuer. Wenn man Brei selber hermacht, dann ist es nichts. Also dann ist es genau gleich, würde ich sagen. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu einigen Nachteilen von BLW. Die gibt es nämlich tatsächlich auch. Und zwar der erste Nachteil ist auf jeden Fall Chaos pur. Also es ist halt einfach so, wenn dein Baby selbst isst, landet gerade in der Anfangszeit das wenigste im Mund und das meiste einfach auf dem Boden oder auf dem Baby oder auf sich selbst. Es ist halt einfach so. Am Anfang geschieht dies alles noch unabsichtlich, denn Babys sind halt einfach sehr ungeschickt, gerade wenn es dann losgeht mit BLW. Irgendwann kommt ja aber auch diese Testphase, wo Babys testen, Schwerkraft und so, das ist ja cool, wenn man alles nach unten wirft. Und dann landet natürlich auch viel absichtlich auf dem Boden. Ein weiterer Nachteil ist es, dass viele Eltern gerade am Anfang sehr besorgt sind und sehr viele Ängste haben, dass sich das Baby verschlucken könnte und ersticken könnte und alles. Ja, hatte ich auch, aber die haben sich sehr schnell gelegt, weil ich einfach Vertrauen in mein Baby hatte und gesehen habe, dass er super damit klarkommt. Und ich hatte noch nie einen Vorteil, wo er sich krass verschluckt hat und ich ihn übers Knie legen musste oder so. Meistens klopfe ich ein bisschen auf den Rücken oder biete dann, wenn er das runtergeschluckt hat, noch was zu trinken an. Und dann funktioniert das. Ein größerer Nachteil von BLW ist tatsächlich ein bisschen Verschwendung, also Essensverschwendung. Wenn man nicht gerade, wenn die Babys am Anfang sind von BLW, wo sie die Sachen nur auslutschen, wenn man die dann nicht isst und dann in den Müll schmeißt, dann ist es natürlich eine Essensverschwendung. Ist bei uns tatsächlich auch so. Ich esse Arians ausgelutschte Gurke im seltensten Fall. Bei uns landet trotzdem noch viel auf dem Boden und bei uns ist halt einfach der Vorteil, dass wir einen Hund haben und der pickt sich die Sachen raus, die er essen möchte. Also er liebt Gurke und wenn mal eine Nudel runterfällt, dann isst er halt die Nudel. Ich gebe meinem Hund nicht alles, was auf dem Boden fällt, er isst auch gar nicht alles. Also ja, er isst halt das Hähnchen oder so mal raus. Aber ansonsten achten wir da schon drauf, dass er jetzt nicht alles frisst. Denn da kriegt er natürlich auch sein Futter und das ist auch das Beste für einen Hund. Also ja, aber ich habe diesen krassen Faktor von, ich muss danach total viel sauber machen, nicht wirklich, weil mein Hund einfach viel übernimmt. Und der letzte Nachteil ist es, dass es bei BLW meistens ein bisschen länger dauert, bis sich das Baby abstillt, beziehungsweise von der Pränahrung weggeht, sage ich mal, weil es einfach ja entwicklungsgerecht ja auf seine Bedürfnisse eingeht. Bei der Breifütterung ist es meistens so, dass Breimahlzeiten viel zu früh ersetzt werden. Das wird teilweise auch von Kinderärzten schon empfohlen, da jetzt irgendeine Milchmahlzeit zu ersetzen. Und das ist halt bei BLW nicht so. Ja, jetzt möchte ich dir noch ein kleines Fazit geben. Man sieht also, es gibt viel mehr Vorteile als Nachteile beim BLW. Und wenn dein Baby alle Beikostreifezeichen erfüllt, dann kannst du das ruhig mal probieren. Ich finde, es ist eine super Sache, die Entwicklung des Babys optimal zu fördern.
Und wenn man dann merkt, dass man sich damit nicht identifizieren kann, dann kann man ja immer noch andere Wege gehen und kann zur Breifütterung übergehen. Man kann aber genauso Brei geben und dann mit 8 Monaten ein bisschen BLW machen, was ja auch die meisten machen. Das ist jedem selbst überlassen. Jeder kann selber entscheiden, wie er sein Baby ernähren möchte. Und BLW ist sehr natürlich. Das heißt, wenn man das Baby stillt oder wenn es die Flasche kriegt, entscheidet es ja auch selbstständig, wann es nicht mehr trinken möchte. Gerade beim Stillen ist es ja meistens so. Und das kann man perfekt ab dem Beikoststart dann quasi weiterführen, wenn man mit BLW anfängt. Ja, das war's auch mit dem Video. Es ist lange genug geworden. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt mir ein Like oder ein Abo oder auch beides da. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!